Ich verstehe jetzt, warum mein Unterbewusstsein dieses Buch gekauft hat. Ja, diese Zeit schmeckte nach Pfannkuchen mit Blaubeeren und Zimt. Und wenn sie die Augen schloss, konnte sie sich mit ihrem großen Rucksack das Land erkunden sehen, solange sie wollte und wo immer sie wollte. Ich glaube, es hat viel mit dem inneren Kind zu tun. Zwei Eichhörnchen auf einem Baum. Zuerst ist das eine Eichhörnchen da hochgeklettert. Und wo ist denn das zweite hin? Ist es auf der anderen Seite? Ah, da hinten. Und ja, einfach wahrnehmen. Ich meine, ich wollte irgendwie, dass die irgendwie da zusammen sind auf dem Baum. Aber ich habe geschaut, dass ich das nicht zu arg will, sondern einfach nicht eingreifen. Das passiert einfach. Genau, das war voll süß. Es kam da hinten von den hinteren Bäumis. Das da war zuerst da. Das Eichhörnchen. Und das da oben. Wo ist es denn? Irgendwo oben. Genau, das passiert einfach. Haften und nicht haften gleichzeitig. Zum Beispiel auch was das Ego angeht. Also dass ich es zu einem gewissen Grad benutze. Oder auch den Körper benutze. Ja, um zu laufen. Zum Beispiel wie jetzt gerade. Weil die Bewegung ist ja auch im Muskelgedächtnis drin. Mir kam aber auch die Idee, da gehe ich dann aber vorher aufs Klo, dass ich mich dann so sehr selbst vergesse beim Meditieren. Also bisher habe ich es so gehabt. Essen hatte sich ja schon mal komisch angefühlt. Keine Ahnung. Ich bin, weiß nicht, es war einfach die Routine, zum Glück auch einfach alles abgespeichert mit Toilette gehen und so. Aber ich will mir da genau vielleicht mal 2 Stunden oder so nehmen, dass ich dann noch mehr vergesse, aber ich kann mich ja auch wieder zurückholen. Genau. Und mein Freund hatte, glaube ich, ziemlich Angst um die Beziehung, aber haften und nicht haften gleichzeitig. Und ja. Ich fühle mich halt ja ziemlich frei. Am 23. Januar ist ja mein Geburtstag, da werde ich 21. Und gleichzeitig ist da aber auch das Konzert von Captain Peng, weil der macht ja diese Tournee, dass der auch in so, wie ganz am Anfang, in so kleinere Ortschaften geht. Und ja, genau, nicht nur die größeren Konzerte macht.
Und ich mag, wenn ich ihn dann treffe, ein Klugscheißer-Witzbold-Duell mit ihm machen, wo jeder gewinnt. Ja. Weil philosophischer Blödsinn. Ich kann gerade, das ist voll lustig. Ich bin eine Armleuchte. Ich habe ein Stimmungsbild gemalt. Miss Psychedelika. Selbstliebe, Liebe zu allem anderen. Das Buch hilft bei dem Thema, keine festen Charaktereigenschaften zu haben, also dass es alles fließt, alle Anteile. Ich habe es aber noch nicht fertig gelesen. Ich habe so das Feedback bekommen. Dass ich es manchmal auf den Punkt bringe, ohne Punkt und Komma. Die Leute sagen, ich rede ständig über Scheiße, egal ob gelb, rot, blaue oder weiße. Und zum Thema Ayahuasca, man sieht ja verschiedene Dinge oder kann so die Pflanze als eine Gestalt wahrnehmen. Und ja, die Schlange kann man ruhig in sein Herz lassen, weil die Schlange verschlingt sich selbst. Und die Mutter, von der kann man die Hilfe annehmen lernen. Und das Kind mag Rumblödli. ja, und man kann dann Mutter-Kind-Schlange werden. Am 24. Dezember habe ich ein Kaninchen gesehen. Es wurde im Sommer hier ausgesetzt. Genau, und es hat nach Futter gesucht. Und ich habe dann angefangen, ihm Äpfel hinzulegen, damit es was zum Essen hat, weil ja Winter ist und so. Und am 26. habe ich das Kaninchen das zweite Mal gesehen. Weil ich gerade mit Patient hat auch ein Foto von dem gemacht. Aber ich weiß gerade nicht mehr, an welchem Tag. Genau, aber seit Silvester habe ich es nicht mehr gesehen. Ich denke mal, das liegt an den Böllern, dass es verschreckt wurde. Und dann habe ich nach dem Kaninchen gesucht im Park, also wo es den Bau hat, auch wenn ich schon innerlich ins Hasenloch gefallen bin. Alles im Wunderland. Genau, und ich habe einen Einkaufswagen entdeckt. Das finde ich voll lustig, weil in meinem Keller steht ein Einkaufswagen. Ich habe gestern hier bei der Gedenktafel von Winnender Amoklauf ein Herzchen gemacht, in dem ich sitze. So ein bisschen verrutscht. Hallo meine Entchen. Alle meine Entchen schwimmen auf den See. Schwimmen auf den See. Köpfchen unter das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Die streiten momentan öfters als sonst, weil ich habe das Gefühl, da gibt es so eine andere Rangordnung zwischen denen. Ich habe die ziemlich viel beobachtet in den letzten Tagen, habe sie sehr oft besucht. Ja, und wenn die streiten, dann fängt manchmal an, da ist plötzlich so eine weibliche Chefente, die schreit dann rum. Habe ich aber auch geschaut, also mich mit der verbunden, dass die nicht so viel rumschreit. Also, dass die alle irgendwie friedlich sind.
Ja, das ist voll schön. Letztens hatte ich auch entdeckt, da hatte ich mich auf den Boden gesetzt und mal so auf den Teich geschaut, dass da wie so ein kleiner Nebel ist, der durch die Sonnenstrahlen eben entsteht, weil das Wasser so minimal verdampft. Das ist mir vorher nie aufgefallen, aber ich habe einfach meinen Blickwinkel geändert. Eben wie ein Kind. Und das ist voll schön. Ich habe letztens aus Versehen gepfiffen. Ich habe gerade die Ärzte schreien nach Liebe angehört. Deswegen ist es mir eingefallen. Oder zumindest irgendein komisches Geräusch aus meinem Mund gemacht, so wie die ganze Zeit. Und eigentlich kann ich nicht pfeifen, aber das war Kontrollverlust. Beweise ja momentan Erleuchtung und das geschieht aber automatisch und es fühlt sich so an, als würde ich so alles Mögliche zusammenführen, aber es haben auch schon andere gemacht, was es da halt so in der Welt gibt. Genau, ich habe das Gefühl, es haben auch schon andere gemacht, aber dass ich das gerade auch so ein bisschen mit dem Psychiatriesystem mache. Ich meine, DBT hat auch spirituelle Elemente mit Achtsamkeit und so. Und es wird Meditation angeboten. Aber ja, sowas wie Erleuchtung ist halt noch so meh. Und die Mitpatienten, denen lege ich teilweise ganze Bücher hin, die komplett passen. Davor habe ich eigentlich nur immer so Zettelchen geschrieben mit kreativen Worten. Irgendwann wurden das ganze Bücher. Die hatte eine andere Mitpatientin und die hat die in den Bücherschrank im Wohnzimmer gelegt und ich habe die gefunden, als ich einfach rumgelaufen bin und keine Ahnung hatte, was ich tue. Und jetzt habe ich dem Chefarzt der Station so ein Buch gegeben mit Nachrichten zwischen den Seiten, damit er mich besser versteht. Und genau, der weiß eh schon, was Transzendenz ist. Also da hat er sich selber schon damit befasst. Ja, das wird lustig. Das habe ich meiner Mutter so was Ähnliches auch gesagt. Ich habe ja auch dann so Mutter Erde geschrieben. Meine Sehschwäche ist weg. Ich weiß nicht, ob ich die Unterlagen irgendwo noch zu Hause habe mit meinen alten Werten. Ich könnte auch noch mal zum Augenarzt gehen. Es ist eigentlich abends. Ich könnte jetzt schon pennen gehen, es ist jetzt noch nicht so spät, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil das ist so krass, was hier alles... Meine Mutter hat mir gestern Modelliermasse geschenkt und ich forme daraus ganz viele Kreise. Thank you.
Das ist so eine Art, er weiß nicht, wie sie beschreiben, nicht direkt Kartenspiel, sondern Werkstatt halt so des Lebens. Sätze bilden. Dass wir um 6 Richtung Medaille gehen. Also eine Stunde. Ja. Piu, 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 piu. Hier finde ich die Maus gerade eben gar nicht. Wenn ihr sie seht, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Wir haben hier so ein Kritzelgeschüssel gemacht. Heißt, hier hat jemand zuerst hingekritzelt und dann musste man was daraus erschaffen. Darf man auch da sehen oder eher nicht? Ja, klar. Aber es ist noch im Prozess. Und ist rechts ein Meister, der auch gesehen werden will oder lieber ja. Nicht? Tada! Ein Einhorn malt Kunstwerke. Und ein Pirat auch. Das hat mein Freund mir geschenkt. Mir ging es in letzter Zeit nicht so gut, weil es so wenig gibt, woran man an mir haften kann. Aber langsam kommt der elliptische Kreis näher, weil sie mögen sich. Geiler Scheiß, den ich aufgetrieben habe. Ich liebe ja so Tee, wo Süßholz drin ist, und Yogi-Tee macht richtig tolle Tees, die trinke ich voll gern. Dann bin ich vor kurzem auf, wie spricht man das aus, keine Ahnung, Shottimat gestoßen. Da habe ich auch schon mal eine andere Sorte, auch so eine gemischte getrunken, weiß aber gerade nicht mehr, wie die heißt. Vielleicht Magic Box, ich weiß es nicht. Und war auch ein Tee drin, der hieß Erleuchtung. Eigentlich habe ich es nur deswegen gekauft, obwohl es wahrscheinlich nur Marketing von dem war, aber egal.
Und genau, die da habe ich hier im Weltladen geholt. Ich finde, die riechen gut. Und helfen mir auf jeden Fall zu entspannen und so einen Ersatz für die Zigaretten zu haben. Aber die gehen manchmal nach einer Weile aus. Also, das ist schon öfters passiert. Okay, es kommt auch drauf immer an, wie arg es jetzt windet und keine Ahnung. Aber die brennen einen Tick besser. Die haben auch ein bisschen mehr gekostet. Bisher habe ich nur das da ausprobiert. Und die riechen echt geil. Also wirklich. Holy moly. ja, ansonsten. Ich habe voll Lust, mich so durch alles Mögliche auszuprobieren. Weil bei meinem Räuchern bin ich ja noch so voll der Anfänger. Wenn ihr da gute Räucherstäbchen kennt, könnt ihr mir das auch gerne empfehlen. Schaut es mal an. Man kann alles sein.